danke für die Einladung, danke für die Übersetzung. Das Thema ist ein sehr wichtiges Thema, gerade im Rahmen unserer Psychotherapierichtung, der sinnzentrierten Logotherapie von Viktor Frankl und der modernen Existenzanalyse heute, die ja auf das schaut, was macht wirkliches Leben aus. Existenz verstehen wir als ein erfüllendes, ganzheitliches Leben. Und da es im Leben natürlich auch immer wieder Leid gibt und Unwillen, Schmerz, Verluste, zur Verzweiflung bringende Situationen, ist Hoffnung ein zentrales Thema darin. Und wie können wir denn verstehen, was Hoffnung ist? Das ist gar nicht immer so einfach. Ich habe hier ein paar PowerPoints, in denen ich so ein paar Fragen oder Schlagworte zusammengefasst habe. Und ich darf gleich zum ersten Kapitel überleiten, zu dieser Frage, was ist Hoffnung? Wir alle kennen Hoffnung. Wir hoffen, dass morgen schönes Wetter ist. Wir hoffen auf ein gutes neues Jahr, das wir uns wünschen. Wir hoffen auf eine gute Besserung. Wir hoffen, dass die Beziehung sich wieder einrenkt und gut wird. Hoffnung kann im kleinen Alltag eine Rolle spielen, aber kann natürlich auch durchgehend große Themen des Lebens umspannen. Oder? Wenn man so sagt, eine Frau ist guter Hoffnung, das ist eine alte Beschreibung für eine Schwangerschaft. Und das dauert ja dann doch einige Monate. Nun, was ist denn Hoffnung? Ist das irgendwie doch eine Illusion, ein Märchen? Ist das so eine Art Selbsttäuschung, damit wir uns unangenehme Situationen erleichtern? Hoffnung kann man sehr pessimistisch sehen. Der Begründer der Existenzphilosophie, der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche, schreibt zum Beispiel ganz pessimistisch in dem Buch Menschliches, Allzumenschliches über die Hoffnung. Ich zitiere, Zeus, der griechische oberste Gott in der griechischen Mythologie, dass der Mensch auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe. Also Zeus wollte, dass die Menschen weiterleben, trotz aller Qual, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er den Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Man kann Hoffnung eben auch so sehen. Nietzsche war natürlich ein sehr leidgeprüfter, pessimistischer Mensch, der mit den Frauen überhaupt nicht konnte. Und dann hat man vielleicht auch keine gute Sicht auf die Hoffnung. Ist Hoffnung nun wirklich so eine psychische Coping-Reaktion, um uns das Leben zu erleichtern und somit eine Illusion, eine Erwartungshaltung, die positives Denken so inkludiert, oder ist sie etwas Reales? Hat Hoffnung wirklich einen Bezug zur Realität? Oder ist sie nur eingebildet? Unwirklich. Bloch in seinem berühmten Buch Prinzip Hoffnung nennt sie sogar eine Arbeit gegen die Lebensangst. Ich würde da sogar sagen, es ist eine Haltung gegen den Lebensverlust, gegen die Liebe zum Leben. Eine Kollegin von mir war beseelt von Hoffnung, eine Psychotherapeutin, und sie bekam ein metastasierendes Pankreaskarzinom. Und hat 3,5 Jahre mit diesem gelebt.
Üblicherweise lebt man bei einem metastasierenden Pankreaskarzinom 3 bis 6 Monate. Sie hat 3,5 Jahre überlebt. Sie hat für ihr Leben gekämpft, wollte unbedingt leben. Sie war innerlich so beseelt davon, dass sie die Beziehung zum Leben halten will. Sie hat alles eingesetzt. Sie hat alles gemacht. Chemotherapie, ein Stent in der Leber wegen der Metastasen. Sie hat Homöopathie gemacht. Sie hat sich religiös vertieft. Sie ist zu Schamanen gegangen, zu einem Guru gegangen. Und sie hat immer gehofft. Das ist schon eine gewaltige Kraft. Was man mit Hoffnung alles zu Wege bringt, mobilisieren kann. Noch eine Woche vor ihrem Tod hat sie sich und die Angehörigen bestärkt in der Hoffnung, dass es gut weitergehen wird. Und am Tag vor dem Tod hat sie noch zu ihrem Mann gemeint, es wird schon gut. Das ist natürlich ein bisschen enigmatisch. Ja? Es wird gut. Sie konnte auch gut sterben. So ist es auch gut geworden. Sie ist ruhig gestorben. Aber solange sie gelebt hat, war sie beseelt und durchdrungen von einer geistigen Kraft. Das ist ja nicht einfach nur eine Lust oder ein Bedürfnis, sondern da ist ein geistiger Inhalt drin. Wir brauchen einen Grund zur Hoffnung. Und den wollen wir eben ein bisschen beleuchten. Beseelt von dieser geistigen Kraft, die ihr den Rücken gestärkt hat, die sie aufrechterhalten hat und davon bin ich überzeugt, sicherlich dazu beigetragen hat, dass sie 3 Jahre länger gelebt hat, als das im Allgemeinen als möglich angesehen wird. An der Universitätsklinik in Wien haben sie nur mit dem Kopf geschüttelt. Sie konnten sich das gar nicht mehr erklären. Sicherlich haben auch Sie hatte eine sehr gute, sie war eine begeisterte Homöopathin, haben ihr die Homöopathiker auch geholfen. Ich glaube, alle diese Mittel haben ihr geholfen. Aber sie haben Leben bekommen durch ihre Hoffnung. Pragmatisch kann man natürlich, oder objektiv gesagt, hat sie zumindest in den letzten Wochen die Realität bekannt. Sie hat gewisse Befunde nicht mehr richtig aufgenommen, hat sie wie ignoriert. Pragmatisch kann man sich fragen, war diese Hoffnung nicht gut? War sie hilfreich für sie, für das Überleben und für die Lebensqualität? Für ein vielleicht längeres Leben? Sicherlich. Denn wenn Menschen verzweifeln, entsteht das Gegenteil. Viktor Frankl, mein Lehrer, hat erzählt und auch in seinem berühmten Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, geschrieben. In diesem Buch beschreibt er, was in den Menschen vorgeht, die in der Extremsituation des Konzentrationslagers sind, also in der Hölle sozusagen auf dieser Welt sich befinden, wie das psychisch durchgestanden wird und werden kann. Das Konzentrationslager ist nur der Bühnenhintergrund. Der Mensch, das Ringen des Menschen um Sinn und um Überleben und um Hoffnung steht im Vordergrund. Und da schreibt er, und er hat mir auch immer wieder erzählt, die Menschen, die im Lager die Hoffnung verloren haben, die seien weggestorben wie die Fliegen. Er hatte eine Riesenhoffnung, die Hoffnung, dass er seine junge Frau wieder treffen wird und dass er seine Logotherapie an der Logotherapie weiterarbeiten kann. Und er hat seiner Frau das Versprechen abgenommen und ihr auch das Versprechen gegeben, alles zu versuchen, um ja am Leben zu bleiben und nicht aufzugeben. Das haben sie sich gegenseitig in die Hand versprochen, bevor sie in der Deportation dann getrennt worden sind. Also Hoffnung, geteilte Hoffnung. Wenn wir Hoffnung mit einem anderen Menschen uns wie ein Versprechen auch noch geben lassen,
als Versuch, als Haltung, hier sie nicht einfach sich fallen zu lassen, denn es kommen solche Versuchungen, sich nicht mehr weiter zu können. Und dann kann so ein Versprechen nochmal aufrichten und helfen, weiterzugehen. Ich habe es ja meiner Frau versprochen. Und so war es auch bei ihm. Er hat sich auch im Konzentrationslager sicherlich zweimal praktisch aufgegeben und dann hat er auf die Zähne gebissen und hat noch sich weiter bemüht. Da gibt es ganz berührende Geschichten dazu. Also, länger leben. Es ist, Hoffnung ist eine geistige Haltung, die einen Inhalt fasst. Das ist nicht einfach nur ein nettes Gefühl. Das wäre keine existenziell relevante Hoffnung. Es ist, mehr als ein Placebo für Menschen, die in Not geraten sind. Lassen Sie uns einmal Hoffnung nüchtern betrachten. Ein nächster Abschnitt. Oft wird Hoffnung verstanden als ein bloßes, tröstendes Gefühl. Das kalmiert, beruhigt Leiden, Krankheit, den Schmerz, lindert es. Die Ärzte lassen einen im Glauben, klären einen vielleicht zu wenig auf, aus Angst, dass die Hoffnung gebrochen werden könnte. Hoffnung wird manchmal so verstanden, so wie eine Art gute Mutter, die besänftigt und ein wenig die Seele streichelt. Vielleicht ist in diesem Bild auch etwas enthalten wie eine archetypische Sehnsucht oder Geborgenheit, die wir auch brauchen, irgendwo aufgehoben zu sein, geborgen zu sein. Ein tröstendes Gefühl vielleicht. Oder vielleicht ist es mehr eine Erwartungshaltung, dass etwas zum Positiven sich wendet, dass ein Wunsch in Erfüllung geht. Man hofft, dass das Christkind das ersehnte Geschenk bringt. Oder wie mit einem vielleicht magischen Zutat. Wenn man nur genug hofft, dann wird es sich schon einstellen. Parallel, wie man ja auch vielfach in Religion zu hören kommt, wenn du nur gut genug glaubst, fest genug glaubst, dann wird es schon werden. Dem möchte ich entgegentreten und sagen, Hoffnung ist nüchterner als nur ein tröstendes Gefühl. Es kann trösten, ein bisschen Trost bringen. Und Hoffnung ist keine Erwartungshaltung. Sie ist zunächst einmal einfach eine erkenntnistheoretische Grundhaltung. Das klingt jetzt sehr nüchtern. Das ist erkenntnistheoretisch, heißt die Theorie, wie wir erkennen und was wir erkennen können. In der Hoffnung ist zentral enthalten eine Erkenntnis. Existenziell gesehen ist Hoffnung eine Haltung der Offenheit. Ich komme zur Erkenntnis gleich zu sprechen. Aber um zur Erkenntnis zu kommen, brauchen wir zunächst eine Offenheit. Und durch diese Offenheit können wir etwas wahrnehmen, das eine logische und nüchterne Basis ist, eine Rechtfertigung für Hoffnung haben. Und diese Rechtfertigung ist in der Realität begründet. Hoffnung bedeutet nämlich zunächst einmal nur dies, was noch nicht eingetreten ist, ist nicht ausgeschlossen. Das ist ein ganz zentraler Satz für Hoffnung. Sicher ist nur, was der Fall ist, was schon passiert ist, was nun das Fakt ist, was da ist, was nicht ist, ist noch nicht.
Was noch nicht ist, ist nicht sicher. Zukunft ist daher nie sicher. Wäre es sicher, bräuchten wir gar keine Börsen. Diese Einschätzung der Realität ist absolut sicher und richtig. Die ist philosophisch begründet, erkenntnistheoretisch begründet und ist jedem Kind eigentlich auch einsichtig. Es ist einfach noch viel möglich, wenn etwas noch nicht eingetreten ist. Es muss nicht unbedingt ein Wunder sein, was noch eintreten kann. Aber es kann sogar auch ein Wunder sein. Selbst das wird in der Hoffnung nicht ausgeschlossen. Und ich habe in meinem Leben schon oft Sachen erlebt, wo ich eigentlich nur sagen konnte, das ist wie ein Wunder. Das ist nicht zu erwarten gewesen. Das überrascht. Hoffnung ist ein Akt, eine Haltung der Offenheit, die heißt, man gibt allen Möglichkeiten, auch denen, die man gar nicht kennt, eine Chance. Das können wir bezeichnen als die ontologische Basis der Hoffnung. Frankl hat mir erzählt, und ich habe das in meinem Buch, in seiner Biografie über Frankl auch niedergeschrieben, über eine Situation, wo er gehofft hat, gegen alle Vernunft. Er war im Konzentrationslager Theresienstadt und da wurde jeden Mittwoch 50 Personen ausgefiltert und die wurden mit einem Lastwagen auf der Bühne des Lastwagens nach Auschwitz geführt und das wusste jeder, dort sind die Verbrennungsöfen, die Hochöfen, die Verbrenner. Ja. Und eines Morgens war er unter den 50. Und das hieß, eine letzte Nacht im Lager Theresienstadt, Abschied nehmen, nächsten Morgen in der Früh mit dem Lastwagen nach Auschwitz und wahrscheinlich am Abend bereits tot sein. Es gab kein Entrinnen. Sein Vater lebte noch zu dem Zeitpunkt, der war auch im Konzentrationslager. Er ist zu ihm gegangen, um sich zu verabschieden. Und dann sagt er, was kann ich jetzt noch tun? Und dann sagt er, ich gehe noch hinauf. Im Konzentrationslager war ein kleiner Berg mit einer Burg oben, zu diesem Berg, um nochmal von dort aus den Sonnenuntergang anzuschauen. Und er ging da hinauf und er sagte, es war ganz eigenartig. Ein so leichtes Gefühl hatte er im Wissen, er braucht jetzt gar nichts mehr tun im Leben. Jetzt wird ihm das Leben abgenommen. Er war überrascht, dass man so ein Gefühl haben kann, angesichts des so nahen Todes. 1,5 Tage noch. Oder einen Tag noch. Und dann hatte er sich gesagt, aber wer weiß, es ist noch nicht eingetreten. Ich bin noch nicht in der Gaskammer, in Auschwitz. Es ist noch offen. Es ist natürlich so gut wie sicher, dass ich dort landen werde. Was passierte? Am nächsten Morgen kam einfach der Lastwagen nicht. Kein Mensch weiß warum. Er hat nie erfahren warum. Und es war das einzige Mal in den 1,5 Jahren, wo er in dem Konzentrationslager war, dass an dem Mittwochmorgen der Lastwagen nicht kam. Das heißt das, was noch nicht eingetreten ist,
ist noch immer offen. Da kann es Eventualitäten geben, wenn wir gar keine Ahnung haben, vielleicht auch nie erfahren. Und was für ihn so wichtig war, war die Erfahrung, ich bin dem Leben treu geblieben. Ich habe es nicht weggeschmissen und das Leben hat mich belohnt dafür, mit so einem Gefühl von Entlastung und Leichtigkeit, dass man kann es ein bisschen neurobiologisch erklären, weil es natürlich zu einer speziellen Hormonausschüttung unter so extremen Bedingungen kommen kann, was vielleicht auch bei ihm der Fall war. Natürlich haben wir alle Gefühle, sind natürlich auch körperlich bedingt, das ist eine ganz selbstverständliche Basisreaktion des Körpers. Aber das ist nicht einfach nur Körper, sondern das ist ein Seelenleben, das mit dem Körper zusammenarbeitet. Und diese Freude, dass er dem Leben die unbedingte Treue gehalten hat. Ich schmeiße es nicht weg, ich trage es aufrechten Haupt, ich gehe mit meinem Leben und mit mir auch in die Gaskammer aufrecht. Und was nicht eingetreten ist, wer weiß, was da noch sei. Natürlich, wenn man einmal so etwas erlebt hat, also so von der Schaufel des Teufels, vom Tod, des Todes genommen wurde, dann hat man natürlich eine unglaublich tiefe Verankerung in der Hoffnung. Und ich glaube, das hat Frankls Leben und sein Werk auch ausgezeichnet. In dem, was ich nun erzählt habe, ist bereits enthalten die Überschrift zu dem nächsten Thema. Hoffnung verstehen wir als ein Beziehungsthema. Was zu einem Werk. Etwas, das mir wichtig ist, das mir wertvoll ist, das gut ist, das ich weiter haben möchte, weiter verbunden sein möchte. Wie zum Beispiel die Beziehung, bei Frankl war es die Beziehung zu seiner Frau, dass er seine Frau wiedersehen kann. Ein ganz großer Wert. Und alles dafür tun. Und nie resignieren, nie aufgeben. Die Beziehung zu diesem Wert zu halten, auch wenn ich nichts mehr tun kann, die innerliche Beziehung aufrechtzuerhalten. Etwas, das mir viel bedeutet, soll mir weiterhin viel bedeuten. Eine Hoffnung haben bedeutet, dass mir etwas Wichtiges, die Hoffnung auf Gesundung, bedeutet Gesundheit und Weiterleben, ist mir ein großer Wert, ist mir sehr wichtig. Hoffnung für das Kind, für die Beziehung. Wir hoffen, dass das Kind eine gute Entwicklung macht, dass es in der Schule reüssiert, dass es gute Beziehungen hat. Dass unsere Beziehung, die wir so hoffnungsvoll begonnen haben, dass da auch, wenn dann Probleme auftauchen, dass wir die gemeinsam durchstehen und dass dadurch die Beziehung auch wieder besser werden kann. Dass man also den Wert dessen, um das es geht, aufrecht hält. Man will den Wert nicht aufgeben, wenn man Hoffnung hat. Man hält ihm die Treue, man hält die Beziehung zu dem Wert. Man bleibt in einer bedingungslosen Verbundenheit. Auch gegen alle Vernunft vielleicht. Und obwohl der Ausgang völlig offen ist, und natürlich im Ungewissen ist und es natürlich auch nicht gut ausgehen kann. Gerade dort ist Hoffnung Thema. Wenn es gut ausgeht, braucht man nicht viel Hoffnung. Aber wenn es nicht gut ausgehen kann, wenn man mit dem Ungünstigen rechnen muss, dort hat Hoffnung ihren Platz, dort braucht es die Hoffnung. Und diese Beziehung zu diesem Wertvollen, zu dem Kind, zur Gesundheit, zum Überleben, was immer, die gibt man nicht auf. Man fühlt sich mit dem Wert untrennbar verbunden. Und so schlägt sich
der oder die Hoffende auf die Seite des Lebens. Das ist ganz etwas Wichtiges. Das ist eine Grundhaltung zum Leben. Ich lasse das Leben nicht fahren. Und mit dem Leben verbunden sind natürlich alle diese Dinge, die mir wichtig sind, die, an denen mein Herz hängt, die eben einen Wert für mich bedeuten. Hoffnung ist Tätigkeit in der Untätigkeit. Hoffnung bekommt eigentlich erst dann ihr Gewicht, wenn man selber nichts mehr tun kann, wenn man nichts mehr beitragen kann, die Situation zu verbessern, wenn man zur Untätigkeit verdammt ist. Man würde so gerne etwas tun. Aber was können wir tun zur Genesung nach einer Operation, wenn ein Krebs eingetreten ist, wenn jemand in Gefahr ist, wenn ein Risiko ist, oder die Menschen, die jetzt im Krieg sind, in diesen Kriegen in unserer Nähe und in der Ferne. Und was kann der Einzelne da tun? Wenn ich nichts mehr bewirken kann, wenn ich meine Hände in den Schoß sinken lassen muss, weil es nichts zu tun gibt, dann kann ich nur abwarten, muss zuschauen, was sich aus sich heraus entwickelt. Man überlässt es dem Fluss des Geschehens. Vertrauen. Es dem Schicksal überlassen. Auch Schicksal gehört zum Leben. Leben geht nicht nach Plan. Hier ist die Akzeptanz grundlegend. Annehmen, akzeptieren, dass man nichts mehr machen kann. Ich werde ein bisschen später noch über die Akzeptanz etwas mehr sagen. Selbst das, was einem wichtig ist, habe ich nicht in Händen. Und darum ist Hoffnung nicht Erwartungen haben. Erwartungen, das wäre schon zu viel. Das hält schon die Berechnung. Da wäre es ja schon absehbar, wie es ausgeht. Wenn ich etwas erwarte, dann halte ich es schon für real. Hoffnung lässt von allen Erwartungen ab, lässt alles offen, lässt sein. In der Hoffnung ist bereits ein Sich-Lösen im Bewusstsein, es abgeben zu müssen. Hoffnung ist ein Akt des Lassens, des Seinlassen, ist dem Sein zu überlassen, was geschehen wird. Ich kann jetzt nicht mehr tun. Solange ich noch etwas tun kann, hat Hoffnung im Hintergrund zu stehen. Im Vordergrund hat zu stehen die Aktion, die Handlung, dass ich mich behandeln lasse, dass ich, wenn ich auch hoffe, nur bei einer Prüfung durchzukommen, soll im Vordergrund stehen, dass ich was lerne auf die Prüfung und nicht einfach nur hoffe. So nüchtern ist das. Aber wenn ich nichts mehr tun kann, wenn ich die Prüfung geschrieben habe, dann habe ich die Hoffnung, dass es genügt. Da kann ich nichts mehr tun. Es ist die Aufrechterhaltung dieser Verbundenheit zum Wert eben ein Akt der Treue. Hoffnung ist Treue zum Wert. Ich lasse den Wert nicht fahren. Ich stehe zu ihm. Ich bleibe innerlich verbunden mit aller geistigen Kraft. Das ist noch das Letzte, was ich tun kann. Versuche ich irgendwie das Schicksal, das Universum oder Gott oder was, alles da hier eine Rolle in der eigenen Wirklichkeit als eine Rolle angesehen wird, zu bewegen, dass es möglichst gut ausgeht.
Und ich halte die Treue zu mir selbst, denn dieser Wert bedeutet mir was. Er gehört zu meinem Leben. Wer hofft, lässt auch sich selbst nicht im Stich. Der Hoffende schlägt sich auf die Seite des Lebens, sagten wir eben, aber er schlägt sich auch auf die Seite von sich selbst. Man bleibt in unverbrüchlicher Identifikation mit dem, was einem wichtig ist. Ich lasse mich nicht im Stich. Das ist eben ein Wert. Und ich weiß, ich kann nun nichts mehr tun. Aber ich halte die Beziehung. Ich halte die Treue. In der Untätigkeit, da müssen wir abwarten, annehmen, aushalten, vertrauen. Was heißt denn dieses Vertrauen? Was heißt eigentlich annehmen? Annehmen heißt im Grunde nur sein lassen können. Annehmen heißt, ich kämpfe nicht gegen die Realität. Ich habe Kopfweh. Gut, ich nehme vielleicht eine Tablette, vielleicht auch nicht. Aber ich nehme es an und tue nicht so, als hätte ich kein Kopfweh. Ich bin müde, sollte ins Bett gehen. Ich tue nicht so, als ob ich nicht müde wäre. Das heißt nicht annehmen, das heißt negieren der Realität. Leugnen, sich dagegen stellen, nicht gelten lassen, was ist. Annehmen heißt gelten lassen, was ist. Ich lasse es sein. Gut, ich habe ein Problem, ich habe ein Kopfweh, ich habe ein Problem in der Beziehung. Das ist jetzt meine Wirklichkeit. Ja, wenn ich angenommen habe, kann ich natürlich beginnen, damit umzugehen. Wenn ich nicht angenommen habe, dann halte ich, versuche ich sie ja vor der Tür zu halten, dann kann ich gar nicht wirklich damit umgehen. Das ist der Schaden. Wenn ich nicht annehmen kann, kommt es nicht zu einer Verbesserung oder Veränderung. Wenn ich annehme, dann kann ich mich auf diese Seite stellen und nun sein lassen. Aber das geht nur, und das ist die existenzielle Voraussetzung, um annehmen zu können, wenn ich das Gefühl habe, diese Situation, dieses Kopfweh, dieses Unglück, dieser Beziehungskonflikt, der bringt mich nicht um. Ich kann selber sein. Dann kann ich auch sein lassen. Wenn ich genug Halt habe, genug Vertrauen habe, genug Basis habe, um selber sein zu können, dann kann ich auch dich sein lassen, wie du bist. Dann kann ich die Situation sein lassen, wie sie ist, dann kann ich die Krankheit sein lassen, die nun mal da ist, mit der ich nun mal vorübergehend leben muss. Das ist nun meine Wirklichkeit. Und ich bin bereit, mit dieser Wirklichkeit zu leben und trotze nicht wie ein dreijähriges Kind, das auf dem Boden stampft. Ich will das aber nicht, dass ich dem nicht annehme. Und Hoffnung ist ein Annehmen auch eines vielleicht unglücklichen Ausgangs. Aber dabei trotz allem die Treue halten zu diesem Wert, in dieser Verbundenheit. Hoffnung ist ein Akt der Treue, ein Akt des Seinlassen. Im großen Kontext, da geht es darum, dass Hoffnung natürlich auch mit Sinn verbunden ist. Es ist eine Haltung, die auf Zukunft ausgerichtet ist. Sinn ist das Gefühl, dass es auf etwas Gutes hinausläuft. Hoffnung lebt für ein Morgen. Sinn ist Ausrichtung auf einen Wert, auf in der Zukunft. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist der existenzielle Sinn. Sich im positiven Bereich zum Positiven zu stellen und darin aufgehoben sein, in einem größeren Ganzen. Das Gefühl, wenn ich Hoffnung habe, ist, dass dieses Sein, in dem ich bin, das trägt schon, das hat auch das Potenzial, dass es zum Guten sich wenden kann. Aufgehoben sein im Sein. Und das ist mein Tun im Nichtstun.
Dieses Sein, das kann ja auch dann noch religiös verlängert werden, in aufgehoben sein in einem Gott oder in einem Nirvana oder was immer man ein Mensch glaubt. Jedenfalls existenzphilosophisch und in der Existenzanalyse gesehen, da gehen wir ja nicht in die Religion, sondern da bleiben wir im psychologischen Bereich und philosophischen Bereich. Da sagen wir, das, was ist, das ist der Boden, auf dem ich stehe. Der kann mich tragen. Und sehen Sie, das ist mein Tun, wenn ich nichts mehr tun kann. Weil ich da mich verlasse auf diese Ordnung des Seins, nach der ich selbst angetreten bin, die mich nun halten kann. Wir nennen das den Seinsgrund. Das ist bereits eine spirituelle Tiefe der Existenz, die wir gar nicht mehr verstehen können, die wir nicht mehr umfassen können, die wir aber wie von außen berühren können. Und auch ihr fühlen können, psychologisch fühlen können, dass ich aufgehoben bin, dass ich getragen bin im Letzten. Selbst wenn ich falle und wenn ich krank werde, ja selbst wenn ich sterbe, gibt es da eine Ordnung, in der das alles geschieht. Psychologisch gesehen ist das das große Problem beim schweren Trauma, dass dieser Seinsgrund nicht mehr gespürt wird. Und das ist eine ganz schlimme Erfahrung. Das ist nur in Klammern noch dazu gesagt, um deutlich zu machen, dass es sich hier um handfeste psychologische Erlebnisse handelt. Hoffnung ist also eine geistige Kunst, man kann sie so bezeichnen, angesichts des eigenen Unvermögens, etwas zu tun und nicht in Ohnmacht und Lethargie zu verfallen. Hoffnung, hoffen ist ein inneres Tun. Das ist nicht einfach nur ein Gefühl, sondern es ist eine Aktivität, eine Haltung, ein Handeln, das Beziehung aufrechterhält zu dem Wert, mit dem ich die Verbindung nicht aufgebe. Trotz allem mich nicht irre machen lasse. Hoffnung ist ein existenzieller Akt, können wir auch sagen. Eine von einem tiefen Lebensgefühl getragene Entscheidung. Und weil in der Hoffnung die tiefste Verbundenheit mit dem Leben als Haltung widerspiegelt, trifft das Sprichwort so genau, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie stirbt mit dem Leben. Das Gegenteil ist natürlich die Resignation, das Aufgeben des Wertes, das Fahrenlassen, das Verfallenlassen der Verbundenheit. In der Resignation ist die Liebe zum Leben erstorben. Man vertraut nicht mehr, wendet sich ab, ist überwältigt. Man hat keine personalen oder ichhaften Ressourcen mehr, die man der Situation entgegenstellen könnte. An der Stelle möchte ich ein paar Worte sagen, also mache ich nur ganz kurz, zur Bedeutung der Hoffnung als Resilienz. Darf ich Sie gerade unterbrechen? Schau, es wäre so toll, wenn wir Ihnen noch Fragen stellen könnten. Also es wäre ganz fein, wenn wir noch 5 Minuten hätten und dann die Fragen, wenn möglich. Ja, haben wir nicht noch 17, 18 Minuten? Ja, aber das wäre inklusive der Fragen. Inklusive der Fragen. Inklusive okay. der Fragen. Dann mache ich das kürzer. Noch ein Wort zur Verzweiflung. Was ist denn Verzweiflung? Verzweiflung ist, wenn man keine Hoffnung mehr hat. Verzweiflung ist ein Gefühl der Ausweglosigkeit. Also da sieht man nicht mehr, dass ein Weg offen ist, dass noch etwas geschehen kann. Und gleichzeitig bin ich nicht mehr aktiv, sondern resigniert. Ich habe aufgegeben. Ohnmacht herrscht vor. Verzweiflung ist eben etwas anderes als Angst. Angst ist das Gefühl, ich könnte in einen Abgrund fallen. Wenn ich nun in Verzweiflung bin, dann
weil ich auch in einen Abgrund, aber weil ich nicht mehr weiter kann. Da bin ich schon im Abgrund. Man hat das Gefühl, nicht mehr zu können, nicht mehr zu mögen, nicht mehr sich selbst zu sein. Man verliert sich und ist in einer Sinnlosigkeit. Das sind so vier zentrale Ecksteine unserer Existenz. Können, mögen, selbst sein dürfen und Sinn im Leben haben. Abgrund, am Abgrund, im Abgrund, aussichtslos und machtlos. Ein Wort noch zur falschen Hoffnung, das mache ich ganz kurz. Falsche Hoffnung erschöpft. Falsche Hoffnung ist eine Lüge. Wenn man schon Metastasen im Rückenmark hat, kann man nicht mehr klettern gehen. Und dann die Hoffnung zu haben, dass ich im Frühjahr wieder auf die Kletterwand kann, das ist eine falsche Hoffnung. Die entspricht nicht mehr der Realität. Also, oder wenn etwas schon eingetreten ist, die Hoffnung zu haben, dass es noch besser wird. Falsche Hoffnung erschöpft. Die bringt uns vom Leben weg. Darum ist sie eigentlich eben schlimm fürs Leben. Nun, zum Abschluss ein berühmtes Sprichwort, ein lateinisches Sprichwort. Hoffnung hat mit dem Leben zu tun. In der Hoffnung atmet der Odem des Lebens, die Verbundenheit mit dem Leben. Und im Lateinischen kann man das sehr schön in ein Wortspiel bringen. Und so haben es schon die alten Römer gesagt. Solange ich atme, dum spiro. Solange ich atme, spero, hoffe ich. Der Atem ist wie der Odem des Lebens. Ist der Odem des Lebens. Man sagt ja auch, dass man die Seele aushaucht, wenn man stirbt. Aber solange in der Seele noch ein Hauch ist, kann ich hoffen. Und diese Hoffnung gibt mir die Kraft, Widerstand zu leisten gegen die schweren Zeiten des Lebens. Und das wünsche ich uns allen, dass uns das immer wieder gelingen möge und auch den Menschen, die uns anvertraut sind, dass wir ihnen in dem Sinne auch helfen können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.